heute hier in Bautzen der Ministerpräsident Michael Kretschmer zu Gast und nicht nur zu Gast, sondern auch zu einem spannenden Thema. Sicherheit stand im Mittelpunkt. Die Wahlen stehen bevor, Kommunalwahlen, Europawahlen, aber auch Landtagswahlen. Der Marathon hat erst begonnen oder sind Sie mittendrin? Nein, wir sind in einem fortlaufenden Prozess, aber heute war ja auch mal die Gelegenheit, Revue passieren zu lassen. Was haben wir gemacht? Mit den 1000 zusätzlichen Polizisten halten wir Wort. Wir werden jetzt im April auch das neue Polizeigesetz in Sachsen bekommen, was auch eine klare Handschrift für Sicherheit beträgt. Und deswegen war es gut, dass wir heute miteinander gesprochen haben. Was können wir noch gemeinsam erreichen? Ist Bautzen anders bei der Ideenkonferenz als andere Städte? Weil es geht ja immer so ein gewisser Ruf von Bautzen nach draußen. Und wenn Sie selber hier sind, Sie sind ja in die Region auch gut verwurzelt. Sie haben Wohngewindehaus, Sie lieben die Oberlausitz. Bautzen kann miteinander reden und steht gar nicht zum Diskurs, ob wieder Ruf so nach draußen geht, oder wie sehen Sie das? Also Bautzen ist klasse, eine wunderbare Stadt, tolle Leute, heute auch eine ganz spannende Diskussion, sehr differenziert und sehr darauf bemüht, auch Rücksicht zu nehmen auf andere, hat mir sehr gut gefallen. Was sehr bemerkenswert war, Dr. Hase sprach an, es geht gegen Extremismus, gegen rechts wie gegen links. Extremismus ist egal, aus welcher Seite er kommt, er lähmt, er gibt nicht den Weg zur Sachlichkeit. Sie haben ein Telefonat geführt mit Frau Annalena Schmidt in dem Bezug. Wie es ihr ergeht als Bürgerin neu in Bautzen? Gab es da Erkenntnisse aus dem Telefonat heraus, wo Sie sagen, es ging auch um das Thema Extremismus, oder ist es nicht auch eine Resonanz von dem, was Sie ausgesehen haben? Also das Interessante war ja heute bei der Veranstaltung, dass diese Wortmeldung, also Extremismus von rechts oder von links, ist gleichermaßen schädlich. Tosender Applaus, genau das ist auch meine Position. Und wir müssen aufpassen aufeinander. 1989 sind die Menschen auf die Straße gegangen für Meinungsfreiheit, ja, für freie Wahlen. Und deswegen ist gerade dann, wenn jemand eine andere Position hat, auch die ich nicht teile, ist wichtig, dass wir uns dann vor die Leute stellen, wenn sie angegriffen werden, wenn man ihnen das Recht abspricht, an einer freien Wahl teilzunehmen. Die Bautzerinnen und Bautzen entscheiden, wer hier Stadtrat wird und wer sie vertritt, und niemand anderes. Welche Signale sind gleichzeitig an die Europapolitik zu senden? Weil heute ging es sehr, sehr um das regionale Thema. Es ging viel um uns hier vor Ort. Das Thema Europa kam etwas zu kurz im Thema auch Sicherheit, oder? Wir sind als Oberlausitzer sehr abhängig von dieser Europawahl. Die CDU, CSU haben in ihr Wahlprogramm aufgenommen, eine eigene Sonderwirtschaftszone für die Kohleregion. Das wollen wir erreichen. Dafür brauchen wir natürlich bei der Europawahl eine Mehrheit. Wir haben auch deutlich gesagt, über 10.000 Frontex-Polizisten, damit die EU-Außengrenzen gesichert werden. Aber dafür brauchen wir eine politische Mehrheit. Darum geht es bei dieser Europawahl. Bemerkenswert fand ich ebenfalls, dass Sie sich vor die Polizistinnen stellen. Sachsen, das Land der schönsten Frauen. Die jungen Damen in der Polizeischule haben sich enthusiastisch für ihren Beruf gefreut und ein Video gedreht, und sie verteidigen sie dafür. Ja, also die Kolleginnen haben da wirklich gezeigt, wie sie ihren Beruf lieben. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Es war die beste Werbung für die Polizei, die ich gesehen habe. Und ansonsten gilt, Polizisten sind Menschen wie wir alle, da werden Fehler gemacht, aber es kommt gerade bei denen an, dass wir als Politik uns hinter sie stellen, dass wir an ihrer Seite sind, dass wir ihnen vertrauen, dass wir ihnen eine gute technische Ausstattung geben, und das ist bei mir garantiert. Was sagen Sie zu den falschen Signalen, die von außerhalb kommen, die so auf Sachsen immer ein bisschen draufkauen? Ist das auch der Neid, den wir uns verdient haben, dass wir anders sind und so Vorreiter sind in unserer Rolle? Es gibt einen Unterschied zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung. Wir sehen ja anhand der Touristenzahlen, wie wir wirklich gesehen werden, wie viele Menschen zu uns kommen, und das ist gut so. Vor allem kommen immer mehr Menschen auch wieder zurück nach Sachsen, das Programm weg auch. Das zeigt, dass junge Familien ihre Kinder gerne wieder hier großziehen. Der ländliche Raum hat Attraktivität und ich denke auch Potenzial. Ja, wir investieren mit ganzer Kraft in den ländlichen Raum. Das ist eine Überzeugung von mir, mit dem öffentlichen Personennahverkehr, der Breitbandversorgung. Ein großes Thema in der nächsten Legislaturperiode wird die Frage medizinische Versorgung sein. Das wissen wir, dass da noch mehr passieren muss, aber der ländliche Raum hat nicht nur Zukunft, sondern er ist ein attraktiver Lebensraum, gerade dann, wenn die großen Städte wachsen, wenn sie teurer werden. Und das erleben wir in Dresden. Deswegen haben wir jetzt auch gerade einen Zuzug aus den großen Städten in den ländlichen Raum. Den wollen wir unterstützen, das ist uns ganz wichtig. Früher wurde bei CDU-Veranstaltungen immer mal auch die Nationalhymne gesungen. Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die Europahymne ist sicherlich nicht für die einen oder anderen so ganz leicht nachzusingen. Aber dass wir so unsere Brauchtümer und Identitäten ein Stück weit zurückrücken, ist das gewollt oder gibt es da einen neuen Weg? Nein, das ist typisch CDU und wird bei Parteitagen jedes Mal genauso gemacht. Das war es hier aus Ostsachsen. War uns eine Riesenfreude, dass Sie heute zu Gast hier in Bautzen waren. Vor allen Dingen, dass die Veranstaltung in Bautzen war. Wie viele Ideenwerkstattungsveranstaltungen gibt es noch? Wir haben noch zwei.
und es geht halt immer um Themen. Wir haben über die Medizin gesprochen, über Bildung gesprochen, heute über innere Sicherheit. Aue ist, glaube ich, das nächste Mal drin, oder? Aue wollen wir jetzt auch gehen, genau. Ich danke für das Gespräch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Merci. Sicherstellung, dass wir bleibeberechtigt im Land bleiben, die Leute in ihrer Balance finden müssen. Und es hat sich zugleich wohl gezeigt, dass nicht jede deutsche Partei diese Spannungsbalance halten kann, dass unsere zentralpolitischen Rivalen die Balance nach dem einen oder dem anderen wohl auflösen wollen, sodass es vielleicht übergekommen ist bei den meisten, dass die weiseste Wahlentscheidung am 1. September im Bundeskreuz bei der CDU gesagt hat. Jetzt haben wir noch eine Ideenwerkstatt mit der Appell in Auerbach. Wir sind jetzt sozusagen...